Na, was erkennt man dem Bienenstand auf den ersten Blick? Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute sind wir mal hier wieder im altbewährten Bienenstand. Und wenn man so ein bisschen erfahrener Imker ist und man sieht so einen Bienenstand, erkennt man zwei Sachen oder kann sich zwei Sachen zusammenreimen. Entweder der Imker, wo ihr Imker hat es nicht drauf und sieht aus wie Hulle und er war schon 2 Jahre nicht mehr an seinen Bienen. Oder aber es geht nichts. Ne? Man sieht es hier eigentlich ganz schön an dem Bienenkasten, wo ich drauf sitze. Hier wächst ja die Brombeere so schön drauf. Das bedeutet, da war jetzt schon, weiß ich nicht, 2, 3 Wochen keiner mehr. Und hat einen Honigraum aufgesetzt. Bedeutet wiederum, anscheinend geht es den Bienen gut. Aber es gibt halt nicht viel Honig. Na, und so ist es ein bisschen hier, dieses Thema. Das ist jetzt so ein Bienenstand, der ist jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, einfach von der Honigproduktion ein bisschen vergessen worden. Ja, so komischerweise auch, muss man sagen, weil ich habe einen Bienenstand nochmal 400 Meter, 500 Meter in die Richtung. Und die tragen tragen eigentlich relativ zuverlässig ganz dunklen Honig ein. Die hier fliegen irgendwie nicht um den Ort rum zu dieser Quelle und haben hier halt nichts. Man hört es vielleicht im Mikro. Wir haben hier viele Grillen. Hier blüht viel Weißklee. Aber also sie haben schon, sie verhungern nicht, ne, und sie haben auch Honig drinnen. Aber ja, es reicht zum Leben und mehr ist es nicht. Es soll aber hier jetzt nicht weiter das Thema sein, sondern eigentlich bin ich mal hierher gekommen, mal wieder nach wie gesagt, ein paar Tagen, weil ich wusste ja, Honigraum brauchst du nicht geben, Honigraum ernten oder Honig ernten. Will ich eigentlich auch noch nicht, will ich auch noch ein bisschen zuwarten. Und das ist ja auch ganz oft eine Frage von vielen, sei es jetzt im Imkerkurs, sei es, wenn ihr mich kontaktiert oder allgemein so, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Abschleudern, zum Winterfertigmachen? Das soll ein bisschen das Thema sein vom nächsten Video auch am Samstag. Ein Punkt, der damit reinspielt, ist die Varroa-Belastung. Ne? Klar, die andere, wir reden da am Samstag nochmal drüber, aber ein Punkt ist ganz klar die Varroa-Belastung. Und da muss ich jetzt sagen, wir haben jetzt den 6. Juli, also ist ein Video, das nehme ich jetzt auf. Heute Abend seht ihr das, hoffentlich, sofern nicht beim Schneiden und so kein Lapsus passiert. Ist die Varroa-Belastung. Und da fange ich eigentlich schon an, muss man sagen, Mitte, Ende Juni. Je nachdem, wie ich auch selber Lust habe und wie ich auch das Gefühl habe, zu denken, dass ich da was anbat und schaue bei einzelnen Völkern stichpunktartig nach Varroa-Milben. Ich habe es jetzt leider im Auto vergessen. Das Auto parkt auch ganz da unten. Da will ich jetzt nicht extra wieder hinlaufen. Komischerweise habe ich Puderzucker dabei. den hatte ich irgendwie in der Kameratasche und der steht eigentlich ja für dieses Thema. Also ich mache ja diese Varroa-Diagnostik ganz gern mit der Puderzuckermethode. Da habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich auch euch gerne hier oder da oben irgendwo. Da könnt ihr nochmal anschauen, wie ich das im Wesentlichen mache. Und habe ich jetzt immer im Auto, ne? 2, 3 so Einheiten. Und dann fahre ich da, wenn ich gerade bei den Bienen bin oder wenn ich ein paar Minuten übrig habe, schaue ich mir Bienenvölker an. Also im Prinzip gehe ich jetzt noch nicht, wie sagt man, systematisch durch die Reihen, sondern jetzt schaue ich mir das stichpunktartig an, einfach um so ein Gefühl zu bekommen, was passiert. Ich schreibe mir das ja wieder, wie gehabt, auf meine Blechdeckel mit dem Edding drauf. Zum Beispiel 6., 7., 3 Milben. Ja. Einfach um zu sehen, wie ist so ein bisschen diese Gesamtlage im Betrieb. Ja. Ziel ist es so mehr oder weniger, einfach so bis Mitte August oder sagen wir mal bis Ende der ersten Augustwoche
möglichst viele Völker angeschaut zu haben. Und praktisch so nebenbei, ne, nehme ich das einfach mit, weil diese, sagen wir mal, zwei, drei Minuten pro Bienenvolk, wenn man drei, vier macht, die sind einfach da. Ne? Also die Zeit nehme ich mir, schreibe mir das da auf und dann habe ich so ein bisschen, wo wir hinsteuern. Kurzer Einschub an dieser Stelle, was mich eigentlich ganz gerne interessieren würde in den Kommentaren, vielleicht können wir uns da gegenseitig auch ein bisschen austauschen, ist, wie ihr das handhabt. Also ich meine, ich mache das so und fahre damit einfach über Jahre ziemlich gut mit dieser Methode, mit diesem Aufwand. Aber mich würde einfach interessieren, macht ihr das auch so? Schaut ihr danach? Macht ihr es mit der Windel, mit der Bodenschublade? Geht ihr gar her und wascht die mit Alkohol aus? Oder eben, man kann ja auch diese Puderzuckermethode mit Betäubung machen, glaube ich zumindest. Schreibt mir doch einfach gerne in die Kommentare, wie ihr da vorgeht oder ob ihr einfach sagt, interessiert mich nicht. Ich weiß sowieso, Anfang August, die Bienenvölker müssen behandelt werden, ich behandle die und im September schaue ich dann erst oder ich schaue nie nach. Ne? Kann ja auch funktionieren. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde mich freuen, da von euch zu lesen. Und jetzt aber weiter im Inhalt. Mal erfasst einzelne Ausreißer, jetzt nicht systematisch, aber man erfasst schon, man hat auch so ein bisschen so ein, wirklich so eine Tendenz, wo bewegen wir uns hin? Sind wir im Schnitt eher bei 3 Milben, sind wir bei 10 Milben oder sind wir tatsächlich schon Richtung 25 Milben oder so unterwegs? Dementsprechend ist es natürlich für mich interessant zu planen, Honigraumernte, Behandlung, Fütterung. Ne? Das ist ja im Prinzip für mich eigentlich so ein wesentlicher Punkt, weil das oberste Prinzip, muss man ehrlich sagen, wenn man auch wirtschaftlich imkert, ist, dass es den Bienenvölkern gut geht. Ne? Das wird ja oft auch gesagt, die Erwerbsimker oder Großimkereien sind nicht so, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, bienenfreundlich. Aber da muss ich einfach ehrlich sagen, wenn es denen nicht gut geht, dann bist du auch wirtschaftlich nicht erfolgreich. Ne? Also du kannst es dir nicht leisten, jedes Jahr neue Bienen zu kaufen. Das geht einfach nicht. Und deshalb ist es oberste Prämisse, es muss denen gut gehen. Und bei uns zum Beispiel ist es ja auch so, dann verzichtet man lieber auf ein paar Kilo Honig. Aber die Bienen müssen gesund sein. Ne? Die sind im Prinzip ja der Grundstein von der ganzen Imkerei. Da muss die Qualität stimmen und die Qualität stimmt zum einen natürlich über die Qualität der Königin, aber natürlich auch über die Gesundheit der Bienenvölker. Und da schaue ich mir die einfach an. Nur systematisch jedes Bienenvolk wirklich der Reihe nach anschauen, das mache ich dann erst in der zweiten Septemberhälfte, weil letztendlich durch dieses stichpunktenartige Prinzip, man hat ja auch so ein bisschen schon seine Kandidaten vom Vorjahr, nämlich wenn man jedes Jahr das gleiche System fährt und du schreibst dir das auf den Deckel, dann weißt du schon, wer war im Vorjahr verdächtig, wer ist vielleicht schon mit einer höheren Milbenlast in dieses Jahr gestartet und die schaust du dir natürlich auch an. Also du brauchst gar nicht jedes Bienenvolk anzuschauen, weil du diese Erblast, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, am Varroa-Befall oder Befund vom letzten Jahr, die hast du ja vor Augen, wenn du es dir direkt auf den Deckel schreibst. Und so gehe ich einfach durch und wie gesagt, wenn ich das hin und wieder mache, ist es so eine Sache, wo nebenher läuft, wo ich aber die nächsten 4 Wochen im Prinzip fast jedes Bienenvolk mehr oder weniger gesehen habe, zumindest die, die ich als Risikokandidaten sehe. Und dann ist natürlich die Frage, was machst du, wenn du jetzt einen hast? Also zum Beispiel hier habe ich mir jetzt von den 30, 36 Bienenvölker habe ich mir jetzt 3 Stück angeschaut. Ne? Da war eins dabei, das sagen wir, das behandeln wir. Und da mache ich mir, und das mache ich einfach so, mache ich in Brutling-Flugling. Ne? Nehme ich die Brut raus mit den Varroa-Milben, brauche ich nur einen Kasten. Den hatte ich jetzt hier zufällig auch stehen, einen leeren Kasten, weil ein Bienenvolk, warum ist denn der Kasten? Ne, der war schon seit, das ist der da hinten, ne? Der, wo so ganz eingewachsen ist. Weiß ich gar nicht, was mit dem Bienenvolk passiert gewesen. Die waren drohnenbrütig im, komischerweise im Mai
Und leider habe ich das zu spät erst gesehen, dann habe ich die aufgelöst. Genau. Und diesen Kasten nutze ich da praktisch jetzt für den Brutling einfach. Mache dieses Hochrisikovolk, teile das auf, behandle das dann entsprechend in den brutfreien Studien von beiden Bienenvölkerzahlen. Ich meine, das ist ja bekannt, da habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Brutentnahme, im Prinzip ist das ja das Gleiche. Und dann habe ich das hier praktisch so nebenbei, sagen wir mal, erledigt. Ne? Nichtsdestotrotz wird es jetzt hier zum Beispiel mit dem speziellen Bienenstand so sein, dass, wenn da jetzt honigtechnisch nichts passiert, also komme ich vielleicht nächste Woche, vielleicht komme ich auch in 4 Tagen hin, also wie es mir zeitlich auch passt, wie auch das Wetter passt, ne, bei 35 Grad will ich das auch nicht machen, dann räume ich die ab und dann gehen die in den Winter. Ne. Deshalb habe ich mir da jetzt auch nicht übermäßig viele Bienenvölker angeschaut, weil das ist jetzt sicherlich ein Bienenstand, an dem wir uns hier befinden, wo ich anfange mit meiner Honigernte und mit meiner Varroa-Behandlung. Weil ihr müsst euch ja vorstellen, ich muss ja irgendwo anfangen. Ne? Ich mache das ja nicht in einer Woche durch den ganzen Betrieb, zack, 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 sondern ich muss ja irgendwo anfangen. Und dann fängst du natürlich mit Bienenständen an, wo der Honigeintrag nicht mehr so weltrekordverdächtig ist. Ja, das soll es eigentlich zu diesem Thema gewesen sein. Wie gesagt, ich fange da relativ früh an, mir schon ein Bild zu machen, weil das ja auch einen riesen Rattenschwanz hat. Eine Zeiteinteilung, Varroa-Behandlung, Honigernte. Wir reden da, wie gesagt, nächsten Samstag nochmal ein bisschen detaillierter in dem Video drüber. Und klar, es kann der eine sagen, okay, der Bienenstand sieht halt auch nicht gepflegt aus, Fluglöcher nicht freigemäht. Ich muss sagen, klar, man kann die jetzt langsam freimähen. Jetzt hat man ja auch die Zeit dazu, das zu machen. Ich persönlich finde daran keine Nachteile, ne, wenn die Fluglöcher jetzt so eingewachsen sind. Weil wenn ihr die Bienenvölker auch fliegen seht, klar haben die hier unten Gras, dann landen die hier oben und laufen runter. Das ist ja wie ein Anflugbrett, nur dass das Anflugbrett halt die Stirnseite der Beute ist und nicht nochmal extra vom Imker nach unten gemacht wird. Also genau aus meiner Sicht, ihr könnt mir da widersprechen in den Kommentaren, aus meiner Sicht genau die gleiche Logik, weniger Aufwand. Bienenkasten wird auch durch dieses Gras natürlich in gewissem Maße an der Seite und auch von unten beschattet. Ne, jetzt gerade bei diesen heißen Temperaturen. Ja, ganz, ein ganz interessanter Nebeneffekt. Und ja, spart einfach Arbeit. Und wie gesagt, ich sehe da keine wesentlichen Nachteile. Jetzt hört man es vielleicht auch im Mikro, ne, diese Grillen, wenn ihr euch umdrehen würdet, macht ihr jetzt leider ja nicht, Schmetterlinge, Weißklee. Das ist übrigens auch ein Punkt, warum ich eigentlich ganz, ganz spät im Jahr mähe, weil Grillen, muss man sagen, finde ich persönlich ganz schön und Schmetterlinge, und da will ich eigentlich jetzt nicht mit dem Mähwerk durchfahren. Deshalb, also wir hatten das ja schon mal im anderen Video, deshalb mähe ich meine Wiesen ja, wie gesagt, sehr gerne, sehr spät. Auch wenn das dem schwäbischen Ordnungssinn doch widerspricht, zumindest das, was der ein oder andere dafür hält. Aber das ist ein anderes Thema. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Einige von euch werden ja schon im Urlaub sein, dieses Video schauen. Wir haben ja noch, ich glaube, so 4 Wochen dazu in Baden-Württemberg und Bayern. Aber wir werden es auch schaffen, in die Sommerferien zu kommen. Viele Grüße an euch alle auf jeden Fall. Wer schon ist, einen schönen Urlaub. Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das mit eurer Varroa-Diagnose macht. Ob ihr auch mehrmals schaut oder ob ihr einfach stumpf behandelt. Das würde mich einfach mal interessieren. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute.